Die häufigsten Formen in der urogynäkologischen Sprechstunde der weiblichen Inkontinenz sind auf der einen Seite die Belastungsinkontinenz, das heißt Urinverlust bei körperlicher Belastung wie Husten, Lachen, Niesen oder auch Sport, und die sogenannte Dranginkontinenz. Das heißt, die Patientinnen berichten, dass sie sehr häufig auf die Toilette müssen und dass die Blase so ein bisschen die Chefrolle übernommen hat. Und dass sie eigentlich nirgendwo mehr hingehen, wo sie nicht wissen, wo eine Toilette in der Nähe ist. Zumeist ist die Bindegewebsstruktur des Beckenbodens das Problem, weil bei vielen Frauen im Laufe des Lebens, dann auch mit Wegfall der Östrogene, diese Bindegewebsstrukturen sehr dünn werden und nachgeben. Und dadurch kommt es zu Senkung und Verschiebung von Organen und eben auch zu einer Verschlussunfähigkeit der Harnröhrenmuskulatur. Eine Belastungsinkontinenz lässt sich in der Regel durch eine intensivierte Physiotherapie oder, wenn das nicht zum Erfolg geführt hat, durch eine kleine Operation beheben. Die Dranginkontinenz kann man leider operativ nicht beheben. Das ist die Domäne der medikamentösen Therapie. Wenn die Tabletten nicht helfen, dann kann man eine Botox-Injektion in die Blasenmuskulatur vornehmen und dadurch die Drangepisoden deutlich reduzieren.